Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte über Thüringen. Wir fahren unsere Fahrzeuge jetzt von Feld Nummer 28 weg. Wir haben die Feldmission erledigt. Zwar etwas mühsam, aber ist fertig. Bei Mission ist es nicht ganz so tragisch, wenn man nicht alles schafft. Man muss nur die Menge schaffen, die halt vorgesehen ist. Und dann ist der Rest automatisch auch fertig. Sobald wir die Fahrzeuge zum Hof gefahren haben, also mit Sack wieder aufgefüllt haben, schauen wir nach neuen Missionen nach. Dann guckt man ganz kurz die Kühe an, ob die Futter brauchen oder Wasser oder dergleichen. Hier ist Unkraut. Aber das soll uns nicht stören. Ist ja nicht unser Feld. So langsam fange ich an, hier ein paar Autodrive-Kurse einzufahren. Das mache ich mal ein bisschen nebenbei, das dauert ein bisschen länger. Wie gesagt, auch komplett neu, darum. Es dauert halt sehr lange, ne? Und da muss man halt genügend Geduld aufweisen, und das ist für eine Folge einfach auf Dauer zu langweilig. Wir werden das eine oder andere anschließen in der Folge. Zum Beispiel ein Silo oder ja, oder Mischfutterfabrik oder so und dergleichen. Das kann man alles anschließen nachher, das ist kein Problem. Aber die langen Strecken, das wollen wir schon außerhalb der Folgen machen. Und ob es dann nachher auch alles klappt, wäre ich mir auch nicht so sicher. Reparieren müssen wir auch, waschen in dem Fall nicht. Irgendwo fest. Lass mich los. So. Oh, dichter Schnee drei, mit mal stärker. Hauptsache bleibt nicht liegen. Von Temperatur nicht, aber das hatte ich auch schon mal gehabt. Wo ich gerade noch nicht ready war. Das ist doch ein blöder Rohr. So kann das täuschen, ne? Denkt man kommt durch und dann reicht es doch nicht. So. Hier wäre ein guter Platz zum Einplanieren. Also ich würde mir, bevor ich wieder Gebäude aufbaue, werde ich das vorher einplanieren. Das ist Kalk, das ist eh Blödsinn. Jetzt kommt hier, ich glaube Saatgut oder Dünger. Glaube ich Dünger. Sagt gut. Schauen wir mal, ob wir Kühe. Ne, das sind keine Kühe. Mission. Kühe wollen wir auch noch gucken. Seenfeld 34. Was ist das überhaupt? Die Tiere sind nicht dabei. Feld 34 ist weit weg, ne? Ja, das ist ein bisschen außerhalb unseres Bereichs, also 13 oder die 61 oder die 10. Die 11. 47 düngen. Düngen ist gut. Die 37. Die 39.
Feld Nummer 26. Ist zwar klein, aber die 30. Düngen. Gruppen pflügen. Ich meine, wir können ja 13 sehen. Was möchte er nicht haben? Sojabohnen. Da können wir mit 4 Geräten arbeiten. Und da brauchen wir keinen Dünger reinmachen. Die 13, das passt. Wir müssen gleich mal unsere 4 Maschinen hinstellen. Hier vorne Ecke gleich beginnen. Das heißt erstmal hinstellen. Na auf, ja, ist auf. Da unten ist die Flammplantage. Tiere sind dabei. Liegt am Season Beta. Wir haben Tag 4 im Frühling. Das ist, glaube ich, die verkehrte Richtung. Ach, das ist ja auch die. Hier fällt Nummer 47, da sind wir schon richtig gewesen. Mal gucken auf der Karte. Die Richtung, ja. Ich dachte, wir sind schon auf die Feldnummer. So, Soja. War ein zu weit. Upp, Baum. Ich kann das Auto nehmen. Kurz nachdenken. Richtige Richtung. Ja. Naja, richtig, richtig. Aber wenn nochmal Auto 3 funktioniert und die Felder angeschlossen habe, dann ja, dann werden wir die Fahrzeuge automatisch durchfahren können. Dann haben wir es ein bisschen leichter. Den müssen wir nicht alles allein machen. So. Mein Countdown-Zähler geht nicht mit. Aber zum Glück hat er jetzt oben erst Labs eine Uhr. Sonst wäre das ganz. Sonst wäre viel Überlänge geworden. Das wollen wir nicht, ne? Das wollen nicht betreiben. 10 Minuten geht ja alles noch, aber ganz blöd ist, wenn man die Zeit so verschätzt, dass es zu kurz wird. Hier müssen wir voll machen, Feld 13 ist ziemlich groß. Wenn wir mit 4 Fahrzeugen arbeiten, das ist garantiert von Vorteil, wenn wir mit vollen Geräten arbeiten. Vollgas! Erst schon bereit. Müssen wir nur entsprechend alle auf Soja einstellen. Reparieren wir gleich. Ja.
Und tappen wir mal durch. Und beinahe verkauft. So. Fahren wir gleich hier vorbei. So. Der war ja fast leer. Aber Tiere sind eigentlich nicht da. Normalerweise hätten da sein müssen. Hat die eine klappt. War ja mal Beifahrer im LKW. Wir hatten gerade was weggefahren. Da sollte ich helfen mit Abladen. Ich habe den Kran voll ausgefahren. Und dann hat er eine Stromleitung erwischt. Dann hat er geknallt. Da glühten die Leitungen im Handy. Das tat mir der Fahrer leid, weil ich glaube, das ist nicht das erste Mal passiert. Ich meine aber, wiederum ist die Technik so bescheuert. Normalerweise, wenn der Kran voll ausgefahren ist nach oben, sollte normalerweise der LKW gar nicht fahren. Also vornherein blockieren oder zumindest einen starken Alarm geben. Aber das muss ein älteres Modell gewesen sein. So, Dünger brauchen wir nicht. Das wird ja nicht bezahlt. Ja, ich wollte eigentlich nicht unsere Felder düngen. Jetzt muss ich überlegen, Wachstum ging durch. Es könnte sein, dass Düngen jetzt geht. Muss ich mal kurz testen, ob es dunkler wird. Wenn das geht, dann ist gut. Dann denken wir unsere Felder gleich. So, jetzt haben wir noch ein zweites Gerät. Das vierte Gerät holen. Vierter Gerät. Freuden. Eine klappt, nö. Müssen wir natürlich auch hinten aktivieren, ne? So, kurz blicken und schauen, wo wir gerade sind. Da unten ist der Kuhstall.
Hof Nummer 2. Da wollen wir nicht hin. Hier wohnt einer, wo es grün ist. Richtung 48 fällt. So, wenn die Maschinen laufen, fahren lassen wir die erst zur nächsten Folge. Wir sind schon fast am Ende. Also alle vier Maschinen hinstellen, vier Geräte, die wir noch auftanken. Und dann schauen wir uns kurz die Kühe an. Ob die genügend Futter haben oder Wasser. So, ich hoffe, die Musik ist laut genug. Und ich bin so gut zu hören. Ups. Aber ich denke schon. Ansonsten kurz kommentieren, wenn was nicht stimmen sollte. In der Regel schaue ich mir die Aufnahmen auch noch vorher an. Bei der Bearbeitung meistens Stückchen. Schaue ich rein, ob alles gut läuft. Auch in der Beschreibung. Aber es könnte ja sein, dass das eine oder andere nicht stimmen sollte. So 13 wäre ein guter Kauf, aber leider ist es sehr, sehr, sehr teuer. Da muss man sehr, sehr viele Emotionen machen. Da könnte man auch die neuen Glas kaufen, die Drescher. Wir haben ja zwar jetzt die Fendt, vier Stück. Die reichen eigentlich normalerweise. Reparieren. Die reichen normal. Also vier Maschinen. Die müssen auch bedient werden und abgefahren werden, ne? Na, waschen wir aber nicht. Ein bisschen dicht dran, ne? Gut, Gewicht ist nicht in dem Bereich. Macht aber nichts. Das Gewicht ist nicht so tragisch. Ja, ob es auch Gewicht alles okay. Und den ganz kurz wegfahren. Welche Taste drückt? N. Der GTB ist ja sehr, sehr, sehr wendig. Das ist auch ein Mod. Der hat auch Power, ne? Also für bergige Gelände sehr gut. So.
Jetzt habe ich mal Saatgut eingefüllt. Zeit 20. Der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die Fahrzeuge so einstellen, hinstellen, dass die praktisch gesehen so, kurz Kühe gucken. Was hier passiert? Ach, es gab ein Update. Da gab es ein Update. Deswegen ist das jetzt wieder zurückgestellt worden. Das kann man auch drehen. Mit G gehen wir auf den nächsten. Ob das Abfall, ob das Rohr das Wasser einlässt, immer das Rohr, es kann doch woanders sein, das ist wohl egal. Weil. Ja. Bestätigen. Taku. Kriegen Sie Ihr Wasser? Der eine Hahn ist da hinten. Wollen wir noch gleich machen. Dazu brauchen wir ein bisschen Hilfe. Komm nicht so hoch. Das gute Stück hängt in der Luft. Ja, den Fahrer habe ich jetzt blöd gesetzt, aber den muss man mal wegnehmen. Man sollte sowas nicht mehr nachts machen, das ist ungünstig, das ist zu wenig. Ja. Na, hüpf hoch. So. Ein bisschen ungünstig, aber gut, was soll's. So, noch schnell fertig machen. Bin durch die Kuh durch. Das sollen aber männliche Tiere sein, Junge. Ich weiß gut. Ich hoffe ja mal, dass mal LS es hinbekommt, dass die Tiere auch entsprechend so wie die Pflanzen wachsen, auch als Tiere auch wachsen. Das im Prinzip. Meinetwegen ist in 3-4 Stufen zu sehen sind, also dass man ein Tier, was erwachsen ist und entsprechend schlachtreif ist, in Anführungszeichen, dass man da Entschuldigung, so oder so, dass man da halt das erkennt. Und dann kann man sagen, okay, jetzt können wir die entsprechende den Verkauf schicken. Denn auch ohne Seasons ist ja im Grunde unrealistisch, wenn zum Beispiel steht, nach vielen, vielen Stunden ein neues Tier und das gleich als gibt gleich Milch. Geht ja gar nicht. Auch so ein Jungtier braucht eine Zeit lang, um entsprechend in dem Alter zu kommen, wo es Jungtiere geben könnte. So, aber ein Tier kann es schon sein.
So, liebes Frau, das soll es heute gewesen sein. Die Kühe haben schnell Wasser. Die anderen Kühe, die haben ein bisschen mehr gesoffen. Das soll ja mal unsere Milchkühe werden. So. Aber wie gesagt, hier ist Kuh nicht dabei. Ach, Blödsinn. Alt S. Ach, ja, gut. Einmal habe ich 10 Kühe und einmal 42. Das ist Season Beta. Also man muss dann ein bisschen suchen im Internet unter Season Beta. Dann Sauberkeit muss mal gemacht werden. Und dann Futter geben. Das sind die männlichen Tiere. 303 Kilogramm, 0,7, also bei 2 Jahren sollten die 500 Kilogramm, da sind die eigentlich schlachtreif. Und da weiß ich auch nicht genau, ob die, wenn die Milch geben, ja, wo wird die abgegeben. So, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich dann morgen wieder zur nächsten Folge. Ciao, tschüss.